Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, keine Angst. Es wird nichts im Nachtdorf stattfinden. Ich bin nur im Moment bei dem Avatar kurz mal ins Nachtdorf gesprungen, da wir das Ding hier ja mal anstoßen und uns so ein paar Gems holen. Ihr seht auch oben, ich habe ein paar Gems ausgegeben. Was das auf sich hat, da komme ich gleich zu, aber letztendlich, es wird natürlich einen neuen Pass geben, gar keine Frage. Der September-Pass beinhaltet einen neuen Skin für den Helden, also für den Helden King. Und zwar wird es ein sogenannter Clash-Fest-Skin. Und ich mache das ja eigentlich, entweder springe ich auf meinen Desktop oder ich versuche das hier irgendwo reinzuschneiden. Versucht das mal ein bisschen mit zu dokumentieren. Also ihr seht hier noch den normalen Skin, schön mit dieser Kappe hier auf der Schulter, mit der Picke. Aber der Clash Fest King hat so ein Ding auch, allerdings mit Sternen und hat ein schönes Wappen an, finde ich. Ich sehe das gerade hier vor mir. Und natürlich ist sein Schwert immer angezackt, aber auch mit dem Lorbeerkranz oben auf dem Kopf und der natürlich sich im Wind wehenden Mähne. Schöner Skin hier. Ich meine, Leute, denkt dran, es ist nur ein Skin. Damit habt ihr nicht mehr Skill. Nicht mehr Skill als ich oder nicht mehr Skill als viele, viele andere, aber ist trotzdem gelungen, finde ich. Und es ist jetzt, glaube ich, der erste dieser Serie, so wie ich das gelesen habe. Ja, sei es drum. 2600 Gems oder so, glaube ich, muss man immer ausgeben für einen Pass, damit man den gleich hat. Und hier wechselt er jetzt auch. Da wirbelt er einmal seinen Lorbeerkranz einmal hoch und stolziert durch die Base. Ich finde ihn ganz in Ordnung. Also ich finde ihn gelungen. Und ja, durfte man halt jetzt nicht vor 2 Uhr leaken, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das schon geleakt wurde. Im Moment gucke ich eher weniger Clash of Clans Videos von anderen, als dass ich nicht selber wieder ein bisschen was mache. Das habt ihr auch mitbekommen. Denn, so, King, jetzt geh mal weg. Jetzt ist das Video auch at the end, zu Ende. Damit hört das jetzt auch auf. Und ja, wir haben gestern Abend wieder gestreamt. Coole Sache, muss ich sagen. Habe ich mich eigentlich kurz dazu entschlossen, weil ich gestern tagsüber überhaupt nicht zum Spielen, beziehungsweise, ich meine, ist klar, ich muss auch arbeiten. Aber ab und zu quetsche ich dann einfach mal eine Viertelstunde dazwischen und nehme ein bisschen auf. Das, was ich eigentlich mit euch aufnehmen wollte, habe ich gestern dann live gemacht mit einigen Zuschauern. Wir sind auf Rathaus 14. Ja, wir sind auf Rathaus 14. Der Avatar hat es gestern gepackt. Und ihr seht, ich habe auch jetzt wirklich 0 von 6 Bauarbeitern beschäftigt. Das war gestern noch nicht so. Da hatte ich noch 6 von 6 frei, weil ich auch irgendwann nicht mehr wusste, wie mache ich jetzt eigentlich weiter. Ich habe mir viele Sachen aus dem Pass geholt. Ich habe auch ein paar Überfallmedaillen ausgegeben. Also knappe 1000 sogar für so ein bisschen Stuff. Und level jetzt allerdings erstmal die ganzen Goldlager und Elex-Lager hoch. Ich glaube, das ist sinnvoll, dass man das gleich zu Anfang macht. Wir haben einen Inferno-Turm schon am Start, der läuft 12 Tage. Ich meine, der läuft jetzt nur noch 12 Tage. Ich habe gestern 5 Tränke eingeworfen, Bauarbeitertränke, und bin dann irgendwann ins Bett gehuscht. Und laufen jetzt also nur noch 7 Tage. Ich meine, okay, irgendeinen könnte man davon natürlich abbrechen. Hab immer noch reichlich hier abzuholen, noch so ein paar Sachen im Pass. Das muss ich auch unbedingt noch machen. Ihr habt noch knappe 2 Tage Zeit. Denkt dran, dass ihr euch die Sachen hier rausholt und setzt sie sinnvoll ein. Ich meine, ich kann sie jetzt schon sinnvoll einsetzen. Mache ich aber noch nicht. Ich muss noch ein bisschen tiefer darüber nachdenken. Und habe hier auch noch die Clanspiele abzuholen. Also ihr seht es hier auch. Ich habe noch das Unibuch abzuholen. Dunkle Rune und vielleicht oben das Book of Fighting noch oder das damit ich nochmal eine Truppe im Labor machen kann, denn wir haben gestern wirklich schon echt viel, super, super viel geschafft. Erstmal seht ihr, ich habe neue Bases, auch mit dem Thorsten. Endlich, Max sei Dank. Und er hat so ein paar rumgeteilt hier. Ich habe eine neue Base, ich habe die neuen Mauern, die wir bekommen haben, auch schon auf einen ganz netten Level. Ich weiß gar nicht, wo die hier sind. Mauer, wo sind hier die neuen Mauern? Oder habe ich die gar nicht? Oder habe ich die schon gelevelt? Nee, die habe ich eigentlich... Ah, hier unten sind sie. Da unten sind sie alle. Also hier rum. Wir haben das Rathaus im Moment noch auf 1. Das hat natürlich auch hohe Prio. Aber wir haben den Adler schon auf
auf 5. Wir haben die Scattershots beide schon auf 3. Ich denke mal, das sind so die wichtigsten Sachen, die man macht. Und wir haben auch schon einiges an Truppen hier gelevelt. Wir haben den, was haben wir denn eigentlich gelevelt? Den Loon haben wir gelevelt. Wir haben den Drachen schon auf Max-Level. Wir haben den Heiler jetzt schon auf Max-Level. Das haben wir gestern Abend also schon alles gemacht. Zauber sind alle fertig. Da brauchte man auch nur noch 2 Stück. Das war der Klonzauber und der Giftzauber. Sind alle durch. Und ich habe jetzt sogar schon wieder ein Buch dafür. Ja. Hab jetzt auch keinen Hammer mehr nachgekauft. Auch das haben wir gestern gemacht. Wir haben gestern die Begleiter-Dings gebaut. Ich weiß gar nicht, wo ist die hier? Wo hat er die hingebaut, hier der Max? Begleiter, hier. Der Begleiter, der levelt jetzt auch schon einen weiter, aber wir müssen das Ding natürlich auch verbessern mit Elex. Wir müssen noch die Clanburg verbessern, also dauert alles noch. Die war eigentlich mal mit Gold, ne? Haben sie irgendwann mal geändert, dass sie auch in Elex ist. Und dauert halt alles noch ein bisschen. Ich habe auch noch hier einiges noch auszugeben. Ich bin mir da nie so richtig sicher, was machst du eigentlich? Ich will ja nichts verschwenden, aber ich will eigentlich auch richtig was ausgeben, gar keine Frage. Aber ich fand es gestern Abend sehr, sehr cool. Es waren auch tolle Zuschauer da. Ein Host von Itzu kam dann auch noch rein. Dann fühle ich mich immer ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und aber war echt eine coole Sache, wieder mal so ein bisschen zum Einstieg. Und ihr seht es auch in meinem Schedule, zumindest die am PC, glaube ich, sitzen, sehen das, dass ich den Midclash jetzt wieder reingebracht habe, schon mal so als Regelmäßigkeit. Aber ich denke, montags, mittwochs und vielleicht auch am Wochenende dann 1 oder 2 Tage, je nachdem, was anfällt, machen wir wieder. Die Zeit hat sich ein bisschen geändert. Ich habe gestern um 20 Uhr schon angefangen oder so kurz nach 20 Uhr. Hat so ein bisschen private Hintergründe. Ich habe es gestern auch erklärt im Stream. Aber immer so 1 bzw. 2, 3 Stunden würde ich ganz gerne wieder so ein bisschen mit euch streamen, ein bisschen mit euch machen, ein bisschen klönen etc. Und ich denke, gestern passte mir das ganz gut als Einstieg, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt hast du den ganzen Tag kein Video gemacht. Und es dauert ja auch, bis du hier so eine Update-Folge gemacht hast, was du alles machen kannst, was machst du zuerst und so weiter. Und aber ich freue mich in jedem Fall, dass ich Rathaus 14 geworden sind. Wir sind auch im laufenden CK. Auch da haben wir gestern noch reingeschaltet und haben auch einen Live-Angriff gemacht und können hier jetzt auch ein bisschen was rumspenden. Warum gehst du? Warum geht denn der? Okay. Ah ja, warum geht der? Ist gut. Vielleicht gehen die jetzt schon weg, weil jetzt demnächst wieder Liga ist. Das heißt, wir haben jetzt einen 14er wieder mehr. Und ich werde den Clan Deutschland-Ad wieder öffnen. Da muss ich mal gucken, dass ich den Bänder wieder reaktiviere, dass der die Leute einlädt. Und dann können wir in jedem Fall so ein bisschen auch da Liga spielen, so für 13er, 12er etc. ist das, glaube ich, ganz gut. Und wir sind ja reichlich 13er hier. Wenn die nicht vorher gehen, muss ich heute auch noch eine Mail lostreten. Aber wir sehen uns in jedem Fall morgen wieder. Entschuldigt, ich muss eben mal was trinken. So dass wir auch wieder so ein bisschen, ja, was habe ich gestern gesagt? Es gibt im Moment nur ganz, ganz wenige Clash of Clans Livestreamer. Und bei mir war es jetzt, ich habe jetzt einfach mal so eine, ich nenne das mal Sommerpause gemacht, von Juni bis jetzt gestern. Weil ich musste mich abends immer entscheiden, gehst du an den Rechner bei 40 Grad hier oben oder bleibst du einfach draußen im Garten sitzen? Was hättet ihr gemacht? Ich habe mich für das zweite entschieden. Ich glaube, das war auch immer eine gute Entscheidung. Habe ja meine Tagesvideos noch nach wie vor gemacht und können aber hier einen Angriff machen, gar keine Frage. Pass habe ich eh schon durch und ich muss mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich ja jetzt auch ein 14er bin. Okay, was haben wir hier am Stüssel? Dann nehmen wir den hier. Man sollte das auch ein bisschen ausnutzen. Klar, ich brauche jetzt natürlich viel Ressourcen. Bin jetzt in einer relativ hohen Liga. Das ist vielleicht ein bisschen nicht so geschickt, weil ich natürlich mit den Superkobolden viel, viel mehr Loot in den vielleicht etwas unteren Ligen bekomme. Ich meine, kannst du auch in Titan mitfahren, klar. Rathaus und so weiter kriegst du immer. Aber im Moment gibt es ja den Vierfachbonus. Und oftmals war es so, immer wenn der Vierfachbonus kam, war ich irgendwie so ganz, ganz unten. Irgendwo Bronze, Silber, Gold, weißt du, und dann Vierfachbonus. Hurra! Ja, kannst du nicht gebrauchen. Aber jetzt macht sich so ein Vierfachbonus natürlich extremst bemerkbar hier in den Lagern. Und deswegen bleibe ich erstmal hier oben und bin ja auch eigentlich ganz gerne so mit diesen Truppen hier unterwegs, um so ein bisschen die Taktiken auch nach wie vor weiter zu üben. So muss ich sagen, ihr hört heute In-Game-Original-Sound, okay. Das muss ich gleich beim Schneiden wahrscheinlich wieder so ein bisschen
runterpegeln, weil das doch ganz schön laut ist. Und aber ich denke mal, können wir ruhig mal machen. So ein bisschen Ingame-Sound hier mit reinbringen. Könnte ich vielleicht auch mal in den Livestream mit reinnehmen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ingame-Sound live oder doch eher beinharte Mucke, die es so bei mir auch nicht gibt. Ich bin jetzt nicht so der Metal-Freak. Ich höre auch Metal, ja. Aber wenn jemand so einen ganzen Abend Metal und dann so Full Metal, das ist dann doch irgendwo so am Ende ein bisschen arg aufregend. Ich glaube, ich mache mal kurz einen Cut und suche mal eine Bass. Oh ne, brauche ich gar nicht machen. Kein Cut. Okay, den nehmen wir mit. Was haben wir hier? Ein Single Inferno. Okay, ich greife nie gerne gegen Singles an, aber wir müssen uns mal dran gewöhnen, dass wir die Clanburg hoch haben, damit wir noch einen Zauber mehr mitnehmen können. Unbedingt dran denken, dass wir noch einen Zauber mehr mitnehmen können. Und so, dass wir... Ah, jetzt muss ich schon wieder ein bisschen aufpassen. Warte mal. Weil hier wird jetzt gleich, denke ich mal... Kommt die schon? Ah ja, die schießt schon. Da ist der König, kommt auch schon 56er. Okay, der ist jetzt noch nicht ganz so hoch. Dann müssen wir die Sachen hier aber mal eben wegmachen. Und jetzt kommt nämlich schon der Single. Das ist nämlich eigentlich genau das, was ich nicht so mag. Dass da vielleicht schon der Single kommt. So, der King kann das schon mal nehmen hier. Mal sehen, wo wir unseren Mauerbrecher noch reinbekommen. Ah, okay, der geht auch wieder nach da. Schade, aber da war jetzt auch kein Gebäude mehr hinter der Mauer. Ist jetzt nicht so tragisch gewesen. Dann nehmen wir, glaube ich, ihn da. 1, 2. Der King kann hier ruhig weiter marschieren. Und meine Queen auch. Die kann ich auch noch mal benutzen. Die geht jetzt durch die Mauer. Das ist perfekt. So, mach das mal eben weg, das Lager da. Und vielleicht das Lager auch. Jawohl. Sehr schön. So, da ist wieder der Single. Ja. Jetzt habe ich keinen Frost mehr. Okay. Halt, der muss so stehen. Die muss ich zünden. Und die Hox dahinter. Dann haben wir das Rathaus auch schon mal. Mal sehen, wo wir die noch einsetzen können hier. Hier den ersten Heil geworfen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Gestern sah das nie so gut aus. So, der Warden ist auch noch gut mit dabei. Schade, jetzt trifft es gleich meine Queen, denke ich mal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht trifft es... Ah, nee, die Queen trifft es immer noch nicht. Perfekt. Ah, geht doch. Läuft. Perfekt. Sehr schön. Und den einen setzen wir hier hinten am Bombenturm. Der kann sich nicht wehren gegen meinen kleinen Minion. Und dann zünden wir die Zensi auch hier. Nein, die Gladiatorin. Habe ich da eigentlich schon den neuen Skin am Start? Ich glaube, ich habe schon den neuen Skin am Start, ne? Jetzt mal eben gucken, wo ist die Gladiatorin? Dort, ja, da habe ich schon den Skin hier genommen, den es jetzt im letzten Pass gab. Party-Gladiatorin. Sehr schick. Oh, Käse. Ja, sehr schick. Machen wir weiter hier. Oh, können wir gar nicht machen. Weil wir die gar nicht haben. Hier die Supermauerbrecher. Ich nehme jetzt aber mal eine Pulle, weil ich das Dunkle so ein bisschen ansparen will und übe hier einfach ein bisschen weiter. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Letztendlich war es nur eine Folge, um den Skin hier vorzustellen, aber auch, um euch auf den Laufenden zu halten, was den Kanal hier angeht. Über die Shorts, die jetzt auf meinem Kanal im Moment kommen, möchte ich mich mal nicht zu äußern. Aber eine coole Sache, kurzfristig mal was rüberzubringen. Und gab ja gestern doch dann ein oder anderen. Ich habe ja mal gefragt, wie kommst du jetzt eigentlich ran in den Stream? Hast du den Shorts zufällig gesehen und kommst jetzt einfach in den Stream rein? Und es gab dann tatsächlich ein paar Leute, die gesagt haben, yo, habe ich eben gesehen und deswegen bin ich jetzt hier. Fand ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wieder so rund um 8 Uhr herum. Also am besten einfach followen, dann habt ihr eine Glocke. Und also auf Twitch, dann habt ihr eine Glocke und dann wisst ihr auch, wann ich live am Start bin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische. Morgen Abend mal sehen, ob ich noch heute für ein Video für morgen mache. Eigentlich mache ich dann nie eine Videofolge, wenn ich dann sowieso live komme abends. Aber müssen wir mal sehen, sonst wird das mit den Videofolgen auch nicht mehr passen. So passt es jetzt aber. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann kann ich nur noch sagen, ist ja schon fast... Naja, fast Bergfest ist gut, noch nicht ganz, aber morgen ist dann schon Bergfest und wir sehen uns morgen Abend dann für 2-3 Stunden Clash of Clans. Bis dahin, euer Toto, clasht!